den Sommer nicht auf so einem Kahn verdaddeln. Ich wette, in Hamburg hängt kaum noch ein Blatt an dem Bäumen. Geh noch schnell ins Krankenhaus, wir sehen uns auf dem Flughafen. Vergiss dein Ticket. Hallo! Was machst du denn hier? Mensch, was für ein Glück, dass ich dich noch erwische. Tee hatte ich nicht erreicht. Dass du mich jetzt schon hier persönlich abholst, kann nichts Gutes bedeuten. Was ist denn los? Du musst noch ein paar Tage dranhängen. Kleiner Turn, ganz hier in der Nähe. Das kannst du vergessen. Ich habe Kaiser eben ins Krankenhaus bringen lassen. 41 Fieber. Der hat sich in Marokko einen ganz üblen Virus eingefangen. Da muss es eben ohne ihn gehen. Komm, komm. Ach, nee. Komm, steig ein. Ja, direkt bei einem Fischerdorf. So, und einer Keine 6 Stunden von hier. Da will ein Team von der Uni Hamburg ein Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg ausbuddeln. Ein vollkommen entspannter Turn. Ihr seid während der Bergung 2 Tage vor Anker und du kannst dich beim Sonnenandeck schon auf zu Hause freuen. Eine Portion Nebel in Hamburg wäre mir lieber. Expeditionsleiterin ist eine Archäologin. So schnieke, wie die aussieht, glaubst du gar nicht, dass die eine Schaufel halten kann. Im Schlepptau hat sie einen Roberto und der macht die ganze Technik. Und die brauchen für ihre Buddelei gleich so einen Riesenpott? Soll ich den Frachter hier am Kai verrosten lassen? So dicke hab ich's nicht. Scampi auf Rucola, bitteschön. Na, was sagst du dazu? Du, das ist ein echter Geheimtipp hier. Karl ist ein Spitzenkoch. Der lebt seit 20 Jahren hier in Italien. Singt wahrscheinlich unter der Dusche und fährt Alfa Romeo. Schön für ihn, aber ich will nach Hause. Wie gesagt, ohne Kaiser fahre ich nicht. Frank, ich brauche deine Hilfe. Außerdem habe ich einen hervorragenden Ersatzchief. Der kennt die Gewässer hier wie seine Westentasche. Dem Wunderchief gucke ich mir erst mal an. Und einmal Frutti di Mare, ganz frisch, wohlbekommt. Hier ist er. Karl Seifert. Er übernimmt auch die Kombüse. Frank, probier einmal seine Pasta und dir bleibt die Spucke weg. Hier ist schon weg. Ah, guten Tag, Frau Dr. Wollitz. Guten Tag. Freut mich, dass es so kurzfristig funktioniert hat. Das ist Roberto Gallo. Er ist für die technischen Abläufe der Werbung zuständig. Das ist Kapitän Harmsen. Sie sind unser Kapitän. Herr Nielsen hat mir schon vorgeschwärmt von Ihnen. Na, dann bin ich das wohl. Die Viking wurde 1945 abgeschossen und galt bislang als verschollen. Außer mir kennt keiner die Koordinaten. An Bord des Wracks befinden sich wahrscheinlich etliche archäologisch interessante Fundstücke. Gegenstände aus dem Alltagsleben. Alles für ein Museum. Das Marinemuseum in Cuxhaven plant eine Ausstellung über die letzten Monate vor Kriegsende. Sie möchten dafür so viel Anschauungsmaterial wie möglich haben. Solche Wracks sind doch als Seegräber geschützt. Wir haben eine Sondererlaubnis, das Wrack zu betauchen. Anschließend werden wir es dann versiegeln. Ja. Lohnt sich der ganze Aufwand? Materiell gesehen nicht. Für die Wissenschaft schon. Ich habe 3 Jahre im Militärarchiven recherchiert, um das Wrack zu finden. Das sind unsere beiden Taucher. Vittorio, ein echter Albaner. Guten Tag, Herr Kapitän. Hallo, Vittorio. Und Jan, er kommt aus Lübeck. Ja, freut mich. Das Zeug sieht aus, als könnte man damit die Titanic hochholen. Ich will's mal so sagen, moderne Technik erleichtert die Arbeit doch sehr. Wir haben zwar 3 Jahre gebraucht, um das Wrack zu orten, müssen es aber in 2 Tagen bergen. Wichtig ist, dass wir übermorgen wieder in Palermo sind. Keinen Tag später. Ein Vertreter des Museums erwartet uns. Ja, die Ärzte geben ihm nur noch wenige Tage. Ich bin aber auf jeden Fall am Montag rechtzeitig wieder da. Ja. Wann? Gut, verstehe. Bis nächste Woche. Was ist? Explodiert etwa das Institut? Kretschmer kommt. Was heißt das denn wieder? Samstag ist er in Palermo. Das heißt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und wenn schon, soll er ruhig kommen. Mach dir keine Sorgen. Ich regle das schon. Wenn hier einer was regelt, bin ich das. Wir gehen gleich auf Viertelkraft. Wenn wir das Wrack geortet haben, sofort Stopp. Aye, aye, Captain.
Slow ahead. So, wie war denn das? Langsamer geht's nicht. Ja, alles perfekt. Mit unserem Scansonar werden wir den Meeresboden abgrasen wie eine Herde Schafe, die fast verhungert ist. Ich glaube, das da könnte schon die Sandbank sein. Dann ist es hundertprozentig. Vittorio, die Boje! Setz die Boje! Maschine stopp. Anker werfen an der Markierung. Hey, du willst aber langsam arbeiten. Klar? Wollen Sie damit Proviant fangen für die nächsten Tage? Das Wrack muss abgesperrt werden. Sonst schnüffeln hier bald die ersten Neugierigen rum. Außer ein paar Fischen wird sich hier, glaube ich, nicht viel hin verirren. Warten wir es ab. Okay, also los. Wollen wir mal unser Glück versuchen. Okay. Also im Wrack ist nichts. Mist. Das ganze Heck ist weg. Aber es besteht noch Hoffnung. Könnt ihr heute noch mal runter? Nein, ich glaube, das wäre nicht gut. Wir sind zu lange unten gewesen. Wir werden uns jetzt ein paar Stunden ausruhen müssen. Captain. Was ist denn los? Sie sollten besser mal rauskommen. Was wollen die? Keine Ahnung. Wahrscheinlich kommen die aus dem Dorf da drüben. Die Leute, was sie wollen. Buongiorno. Avete bisogno di qualcosa?
Sag ihnen, dass wir hier 3 Tage tauchen werden mit behördlicher Genehmigung. Sie sollen von den Netzen wegbleiben. Nee, das krieg ich nicht hin. Was heißt, das kriegst du nicht hin? Du lebst doch hier seit 20 Jahren. Ach was, seit 20 Jahren? Seit 2 Monaten. Nicht wissen. Roberto? Können Sie das übernehmen? Ja. Hey, vai nelle barche! Dobbiamo fare delle immersioni! Saremo qui 3 giorni! Abbiamo il permesso dell'autorità! E per favore, non avvicinatevi alle reti! Vittorio, macht was! Für dieses Schiff. Deshalb haben Sie meinen Anweisungen zu folgen. Ist das klar? Her mit der Waffe. Ich breche diesen Turn ab. Gib sie ihm. Ich gehe ins Dorf und versuche rauszukriegen, was die Leute wollen. Sie kommen am besten mit. Schließlich ist das Ihre Show hier. Captain, ich weiß, es ist jetzt blöd, aber wenn Sie an Land vielleicht ein paar Zweige Oregano und Rosmarin finden könnten. Du hast vielleicht Probleme, Mensch. Stimmt was nicht mit uns? Ich glaube, die wollen uns hier nicht. Wir warten draußen. Wenn alles glatt läuft, sind wir morgen sowieso wieder weg. Nee, ich will die Sache geklärt haben. Ich versuche nachher vom Schiff aus den Bürgermeister zu erreichen. Frank? Das gibt's ja nicht. Elke? Was machst du denn hier? Entschuldigung. Ich arbeite hier. Mein Schiff liegt da draußen.
Das ist Frau Dr. Wollitz. Sie hat das Schiff geschartert. Wir tauchen da draußen nach einem Flugzeugwrack. Das klingt aber spannend. Elke Habensen. Meine Frau. Guten Tag. Und du? Ich? Ja, wir wollten eigentlich hier Ferien machen. Elke Schatz, ich habe da oben eine normannische Ausgrabung entdeckt. Wolf, das ist Frank. Tag. Drögemüller. Wollitz. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ich leider noch nicht so viel von Ihnen. Das muss ja auch nicht sein, oder? Ich sehe, amüsierst du dich schon wieder ganz gut. Wenn du meinst, dass ich zu Hause sitze und stille Tränen vergieße, dann hast du dich getäuscht. Du wirst schon wissen, was du tust. Ich erkenne, was sie sehr genau, was ihr gut tut und was nicht. Nicht? Vielleicht kennen sie ja gar nicht so genau. Er kennt mich besser, als du denkst. Nur sind sie platt, was? Ich glaube, wir sollten besser wieder zum Schiff zurück. Sie entschuldigen mich. Da bist du auch besser aufgehoben, Frank. Komm, Elke. Ja, das wird mir erst bad bleiben, deinen Mann kennenzulernen. Es läuft uns ausgerechnet in Ferien über den Weg. Komisch, im letzten Winkel von Italien. Ja, wenigstens hat er gehalten, was ich mir von ihm versprochen habe. Oh. Das noch. Wo bist du mit den Dingen ein? Die habe ich in der Kombüse gefunden. Heute Abend gibt's gegrillte Dorade. Ach, übrigens, haben Sie den Rosmarin bekommen? Du machst mich fertig, gib her. Was? Gib her! In den Gewässern hier ist Abonnieren verboten. Was ist denn los? Kapitäne sollten besser nicht an Land gehen. Und ich sag noch, gib doch den Wagen vorher zur Inspektion. Ah ja, ich weiß immer ich. Grazie. Na, Schätzchen? Hey John, wie war's? Der Bürgermeister war nicht da. Was ist? Wie ist es gelaufen? Nichts. Was? Das gibt es nicht. Außer 8 wunderschöne Kästen mit Grüßen vom Führer. Ja, wir haben eine Autopanne. Na, ist schon okay. Weißt du, wen wir getroffen haben? Frank. Na, Papa! Hier. Was suchst du denn? Da draußen sind 2 Deutsche. Mit einem kaputten Vergaser. Warte mal. Ich finde, wir sollten ihnen erst einmal Gelegenheit geben, Land und Leute kennenzulernen. Ah, verstehe, Dottore. Guten Tag, die Herrschaften. Guten Tag. Guten Tag, Signora. Ich bin Dottore Alfano, der Besitzer der Werkstatt hier. Leider haben wir das nötige Ersatzteil nicht vorrätig. Ich werde aber meinen Mechaniker sofort losschicken. Wie lange dauert das denn? Heute ist in Palermo nichts mehr zu machen. Aber wenn es morgen früh holt, dürfte Ihr Wagen bis zum Nachmittag fertig sein. Ach, das ist aber blöd. Gibt's hier denn ein romantisches Hotel oder so etwas Ähnliches? So ein Zufall. Mir gehört eine kleine Pension nicht weit von hier. Meine Sekretärin wird Ihnen gleich ein Zimmer reservieren lassen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich in unserem kleinen Dorf wie zu Hause fühlen. Das wollten wir in Ferien eigentlich vermeiden. Ich lasse mal kurz, wir haben ja besonders ein Torjubel, oder? Entschuldigen Sie mich bitte, aber ich muss was erledigen.
Uno momento. Das ist der Bürgermeister von hier. Ich glaube, der will an Bord kommen. Sag ihm erst willkommen. Schaffst du das auf Italienisch? Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Permiso? Si. Venga, per favore. Der kriegt einen Empfang nach Mars. Los, runter mit dem. Ich begrüße Sie an Bord, Herr Bürgermeister. Ich bin Kapitän Harmsen, das ist Frau Dr. Beate Wolletz, die Leiterin der Expedition. Ich fürchte, Sie sind mir eine Erklärung schuldig, Kapitän. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Ihre Leute heute einen unserer Dorfbewohner angegriffen haben. Ich möchte mich für das Verhalten meiner Crew entschuldigen. Sie müssen allerdings verstehen, dass meine Männer verärgert waren. Der junge Mann hat unser Sicherungsnetz zerschnitten. Mir ist berichtet worden, dass einer Ihrer Männer auf die Fischer geschossen haben soll. Ich halte das für einen unzumutbaren Akt von Aggressivität. Vollkommen unangemessen. Die Dorfgemeinschaft ist entsetzt. Einer meiner Männer hat die Nerven verloren, bedauerlicherweise. Ich habe ihm bereits klargemacht, dass ich solche Vorfälle an Bord nicht mehr dulde. Wissen Sie eigentlich, dass Sie sich hier in italienischen Hoheitsgewässern befinden? Und haben Sie für dieses Unternehmen überhaupt eine Tauchgenehmigung? Sicher. Frau Dr. Wolletz wird Ihnen die entsprechenden Papiere gleich zeigen. Darf ich Sie inzwischen zu einem Drink einladen? Danke. Kommen Sie. Eine wunderschöne Terrasse, Kapitän. Die Aussicht ist perfekt. Repräsentieren macht wirklich durstig. Ich weiß, wovon Sie sprechen. Hier sind die Dokumente. Sie müssen verstehen, Capitano. Die Bewohner dieses Dorfes haben Angst. Vor einigen Jahren gab es hier draußen einen schlimmen Unfall. Ein Fischer fand einen verrosteten Torpedo in seinem Netz. 6 Menschen starben, 6! Darunter übrigens auch der Vater des jungen Mannes, der heute Vormittag ihr Netz zerschnitten hat. Die Frauen wollen ihre Männer nicht mehr aufs Meer hinausfahren lassen. Es tut mir außerordentlich leid. Wer gibt mir eigentlich die Garantie, dass Ihr Unternehmen keine Gefahr für unser Dorf mit sich bringt, Capitano? Wir haben einen Bergungsspezialisten an Bord, der mir versichert hat, dass sich auf dem Wrack keine weiteren Bomben mehr befinden. Hoffen wir es. Die Einwohner hier sind leider misstrauisch. Uns wäre sehr daran gelegen, dieses Misstrauen zu zerstreuen. Meine Mitbürger fühlen sich gekränkt in ihrer Ehre. Nach allem, was heute Vormittag geschehen ist. Sie wollen sicher sein, dass Sie sie respektieren. Es wäre uns eine Freude, unseren Respekt durch eine Spende für die Dorfgemeinschaft zum Ausdruck zu bringen. Eine fantastische Idee ist das. Unser Dorf feiert heute ein Fest zu Ehren des heiligen Giacomo. Wie wäre es, wenn Sie heute Abend mit auf die Piazza kommen? Dann können wir zusammen feiern, ne? Gut so. In einer Stunde fahren wir ins Dorf. Bin gleich soweit. Deutsche Kisten in einem englischen Flugzeug? Das war nichts Außergewöhnliches. Okay. Wahrscheinlich nur Schwimmwesten und Ölzeug für die Mannschaft. Leider dürfen wir die Kisten erst in Palermo öffnen. Der Vertreter des Museums hat sich das Recht vorbehalten, dabei zu sein. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Mannschaft anweisen könnten, nicht an die Kisten zu gehen. Wozu sollte ich denn mitkommen? So ein Dorffest interessiert mich einen Dreck. Abgesehen davon müssen wir noch 2 Kisten hochholen. Ich wäre gerne mit dir dahin gegangen. Das weiß ich. Aber morgen ist dein Professor in Palermo. Da wollen wir hier doch besser längst weg sein.
Vielleicht komme ich nach. Aber geh nicht an die Kisten. Das machen wir zusammen. Du hast mein Wort. Wahrscheinlich werden uns die Dorfbewohner gar nicht mehr gehen lassen, wenn die sie gesehen haben. Von wegen. Vor Sonnenaufgang möchte ich hier wieder weg sein. Hey, Frank! Ja, nur wieder. Ein Zufall jagt den nächsten. Ihr seid ja immer noch hier. Na, wir wollten eigentlich aufs Fest. Dürfen wir das nicht? Dann haben wir ja den gleichen Weg. Das lässt sich hier ja kaum vermeiden. Also dann. Jetzt wird's echt spannend. Napoli, du altes Weib. Wir sind reich. So ein Mist. Ich dachte, es wäre was Wertvolles drin. Gold wiegt nur viel, bringt aber nichts. Hebt mal hoch. Noch alles hoch. Ach, irgendwelches muffiges Zeug. Mag mich lieber nicht nach dem Zweck dieser Aktion. Na, ich kann mir auch was Besseres vorstellen, als hier den Wachmann zu spielen.
Sein. Tanzen kann, noch dass es mir Spaß macht. Tanzen Sie? Mehr schlecht als recht. Offen gestanden würde ich mich lieber widersetzen. Dann hoffe ich, dass Sie ein Meister der Konversation sind. Ja, man bemüht sich. Ne? Erstmal was zu trinken. Tun Sie das. Na? Ihr Freund hat doch die Kisten bestimmt schon aufgemacht. Was ist denn da nicht wirklich drin? Bitte. Ja. Als Archäologen kommen Sie doch sicherlich viel rum. Haben Sie eigentlich Familie? Noch nicht. Ich möchte erst habilitieren. Und mein Freund hat auch keine Zeit. Schütze! Hände über den Kopf! Da links. Los! Promovieren ist ja heutzutage nicht mehr viel wert. Deshalb bin ich gleich aufs Staatsexamen gegangen. Und was machen Sie jetzt damit? Ich unterrichte Kunst und Latein an einem Gymnasium in Pinneberg. Wie schön. Ich war auch mal Lehrer. An der Nautikschule in Hamburg. Tja, warum sind Sie da nicht bei geblieben? Vielleicht hätte ich das besser gemacht. Jetzt ist aber Schluss mit lustig! Thank you.
Ihr seid gleich wieder an Bord. Stopp! Ei, Captain, Entschuldigung. Mann! Hast du dich verletzt? Das war mal meine beste Hose. Die Wunde muss desinfiziert und verbunden werden. Am besten du kommst kurz mit aufs Schiff. Dann haben wir alles zum Verarzten. Moment, das geht doch wohl auch hier. Lassen Sie die Leute doch weiter feiern. Wir sind in 10 Minuten wieder da. Aber ich kann doch den Verbandskasten aus dem Auto holen. Ich komm mit. Hey, ist aber gut hier. Gut, Chief, entspann dich. Wir haben ja alles unter Kontrolle, okay? Wenn es nach mir ginge, mein Lieber, würdest du auch da landen, wo das Zeug jetzt ist. Nämlich bei den Fischen. Warum eigentlich nicht? Schon gar nicht Schiff, auf den dein Mann Kapitän ist. Bleib doch einfach hier. Dann lass dich doch nicht im Regen stehen, Mensch. Das darf doch nicht wahr sein. Er ist von Bord gesprungen und mit dem Kopf gegen den Außenbordmotor geknallt. Jan und Vittorio haben noch versucht, ihn zu retten, aber er ist untergegangen wie ein Stein. Habt ihr ihn verprügelt, oder was? Nein, wir wollten ihn nur festhalten. Der hat ein Deck verloren. Wir müssen hier weg. Wir müssen sofort nach Palermo fahren. Aber wir haben doch noch gar nicht alle Kisten oben. Das ist doch jetzt egal. Vor allem müssen wir jetzt Ruhe bewahren. Die ganze Sache wird sich aufklären. Ich werde gleich mit dem Bürgermeister reden. Tut mir leid, er kann nicht die Polizei verständigen. Nein. Wir werden gar nichts tun, Herr Kapitän. Wir müssen noch eine Kiste bergen. Und dann lichten wir den Anker und fahren ganz gemächlich weg. Machen Sie keinen Unfug, Roberto. In Palermo haben wir die gleichen Probleme wie hier. Palermo? Willst du nach Palermo? Wer will denn nach Palermo? Wir fahren nach Neapel. Wie bitte? Das tust du nicht. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich mit diesem Schiff nach Palermo fahre, nur damit du ein bisschen angeben kannst. Das hast du von Anfang an geplant. Du hast mich die ganze Zeit nur benutzt. Du widerliches Schwein! Die Kisten gehören dir nicht! Ah! So viel. Na komm, stell dir das an. Das ist ein guter Jager. Ich hätte es ja wissen müssen. Ich wollte
durfte nie wieder auf eines deiner Schiffe. Das war doch nur eine Frage der Zeit, bis sowas passieren musste. In dem halbseidenen Milieu, in dem Sie sich bewegen. Ich weiß. Sie bevorzugen die heile Beamtenwelt Ihrer Pinneberger Oberschule. Frank! Lass mal nach, Elke. Unserem großartigen Kapitän wird bestimmt noch was einfallen. Oder gehen ihm vielleicht die Ideen aus? Wenn Sie mal die Luft anhalten würden, würden Sie vielleicht bemerken, dass es hier unten herzlich wenig Möglichkeiten zur Flucht gibt. Da oben ist doch eine Klappe. Vielleicht könnte da mal einer raufsteigen. Bitte, tun Sie sich keinen Zwang an. Hier. Was ist das denn? Ja, die Kisten sind voll davon. Das gibt's doch nicht. Schwimmwesten und Ölzeug, ja? Das sind Artefakte aus Nordafrika. Beutestücke aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Vikings sollten diese Stücke außer Landes bringen. Niemand ahnte, welche Ladung sie an Bord hatte. Na los doch, beeilt euch. Wir müssen hier weg. Wir dürfen keine Zeit verlieren. In 10 Minuten lichten wir den Anker. In Zukunft sollten Sie sich Ihre Klientel etwas genauer anschauen. Sieht man doch auf den ersten Blick, dass diese Halbsaken nicht koscher sind. Eins habe ich in meinem Beruf gelernt. Der erste Blick sagt gar nichts. Damals haben Sie sich doch auch schon getäuscht. Was meinen Sie? Na, damals, als Sie mit Ihrer Frau und den Kindern unterwegs waren. Ich meine, als Ihr Sohn... Gratuliere. Dein neuer Freund ist ja ein Vorbild an Taktgefühl und Tugend. Ihre Schüler sind wirklich zu beneiden. Wir lichten Anker! Der Captain kommt nicht zur Brücke! Karl, du schmeißt die Maschine an! Ich mache euch die Luke auf! Hey Jan! Was? Ich will mit Roberto sprechen! Jan! Du machst die Luke zu. Und du beeilst dich mal ein bisschen. Sag mal, ja. Findest du die Nummer, die dein Chef hier abzieht, nicht auch ein bisschen zu heiß? Ihr landet doch alle im Zuchthaus. Beeilung, Kapitän! Sagen Sie mal, was Sie so können. Sie wissen, dass das Gebiet voller Untiefen ist. Was meinen Sie, weshalb Sie hier oben sind? Karl, wir lichten die Anker und dann halbe Kraft voraus. Scheiße. Der Strand ist voll mit Menschen. Die schieben Boote ins Wasser. Hier. Abmarsch, Harmsen. Kommen Sie bloß nicht auf dumme Gedanken. Die Verantwortung liegt bei Ihnen, Kapitän.
Was haben Sie denn vor? Rettke, wo willst du denn hin? Jetzt wartet doch auf mich! Das ist doch gefährlich, Mensch! Wir haben sie abgehängt. Na bitte. In ein paar Stunden haben wir sowieso die Küstenwache am Hals. Kümmern Sie sich ums Steuern. Den Rest übernehme ich. Birke! Die schießen uns über den Haufen, wenn sie uns hier erwischen. Die Boden. Kapitän! Echt? Dieser verdammte Mistkerl! Schnell! Wir müssen an Land! Die Küstenwache alarmieren! Karl! Ja? Komm sofort hoch! Wir müssen umdrehen! Habe ich hier ein Steuer oder was? Frag den Käpt'n! Du kommst sofort hoch! Der Kapitän ist eben über Bord gegangen! Oh, Scheiße! Wieso ist denn der Käpt'n über Bord? Na, wir müssen Backbord. Geh mal weg! Weg! Und achte ja auf andere Schiffe. Dieser Kahn hier ist nicht mehr sicher. Wir müssen ihn so schnell wie möglich verlassen. Das bringt ja nur auch nichts, Elke. Du sitzt hier rum wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Tu was! Tu was. In Ruhe! Hey, hey! Wir machen das schon Schluss jetzt! Oh, ich bin weg! Gut, dass Sie das hören. Mein Schiff ist entführt worden. Sie müssen den Leuten erklären, was los ist. Kapitano, Sie sind verhaftet. Wieso? Wieso werden wir verhaftet? Wir können alles erklären. Ich will Bürgermeister Alfano sprechen, und zwar sofort! Na, sind Sie jetzt zufrieden? Mein Schiff ist entführt worden und fährt mit Ihrem beschissenen Schatz durch die Gegend. Ich wollte das alles nicht. Wenn es glatt gelaufen wäre, wären wir morgen in Palermo und Sie hätten Ihr Schiff heil im Hafen. Es ist mir scheißegal, was Sie wollten oder was nicht. Und? Ist das Schiff gefunden worden?
Morgen Vormittag kommt ein Kommissar in die Stadt. Dann dürfen Sie Ihre Aussage machen. Das kann ich auch jetzt und hier machen. Vielleicht wäre es ganz angebracht, wenn ich der Signora ein trockenes Kleid hole. War das alles, oder was? Warten Sie! Verfinger! Sag mir Bescheid, wenn du eine Frau siehst. Bestimmt nicht. Roberto, ich glaube, da vorne ist ein Fischkutter. Karl, steuere genau drauf zu. Hallo Fischerboot voraus. Hallo Fischerboot voraus. SOS. Unser gesamtes Trinkwasser ist völlig verseucht. Wir brauchen dringend Hilfe. Hallo Capitano. Was ist denn mit eurem Trinkwasser? Tja, es tut uns ja wirklich überaus leid, Freunde. Aber ich fürchte, wir brauchen mal eben euer Schiff. Und eure Klamotten. Der macht sie fertig. Ich nehme mal an, ihr Mann ist bereits an Land, um uns gleich wieder zu nerven. Da können Sie Gift drauf nehmen. Sprechen Sie aus Erfahrung? Gehen Sie. Wird's bald? Na los. Gib mal die Streichhölzer. Vorsicht! Wir kriegen gleich einen heißen Arsch! Was soll das denn jetzt? Das soll nach einer Havarie aussehen. Nur ein Zeitgewinn. Der Kurs bleibt unverändert. Neapel. Ich find's besser, wenn wir nicht nach Neapel fahren. Bert und der Kapitän haben doch bestimmt schon längst gequatscht. Der Hafen von Neapel ist riesig. Und er ist der einzige hier. Die kleineren Häfen sind gefährlicher. Da merken die Leute immer gleich alles. Lassen sich auch viel einfacher bewachen. Und die Bullen suchen sowieso erstmal nach dem Frachter. Für Pirol 1208. Meine Position ist 39,87 Grad. Frachtschiff gesichtet. An Bord scheint ein Feuer ausgebrochen zu sein, kann aber keine Besatzung entdecken. Was macht die Küstenwache? Das Schiff muss da längst gefunden worden sein. Ja, es wurde gefunden. Und die Passagiere? Es hat ein Feuer an Bord gegeben, aber Passagiere wurden nicht gesichtet. Im Laderaum waren Menschen. Es war bisher unmöglich, den Laderaum zu betreten. Das Ganze kann auch ein Ablenkungsmanöver sein. Roberto konnte sich ausrechnen, dass die Küstenwache aufkreuzt. Er ist bestimmt auf ein anderes Schiff umgestiegen. Sie müssen die Hafenpolizei in Neapel alarmieren. Roberto wollte dorthin. Die sollen alle einlaufenden Schiffe kontrollieren. Woher wissen Sie, dass er das immer noch will? Der Hafen von Napoli ist groß. Wir können nicht auf einen Verdacht hin den ganzen Hafen absperren lassen. Herr Alfano, auf dem Schiff von meiner Frau. Ich habe schon meinen Sohn mit einem Schiff verloren. Lassen Sie uns aus diesem Loch hier raus. Wir fahren selbst nach Neapel. Tut mir leid, Capitano, aber mir sind leider die Hände gebunden. Ich kann nichts machen. Oder vielleicht doch.
Hiermit lässt sich das Fenster da oben öffnen. Von da sieht man übrigens direkt auf meine Werkstatt. Die Luft ist ziemlich stickig. Finden Sie nicht, Capitano? Was ist mit meinem Kapitän? Was ist mit Kapitän Harmsen? Mordverdacht! Herr Alfano, das ist unmöglich. Das muss ein Irrtum sein. Ja, okay, ja, ja. Ja, ich setze mich mit der Küstenwache in Verbindung. Komme dann sofort zu Ihnen. Okay, ist klar. Was machst du für ein Gesicht? Ist dir nicht gut? Mir ist schlecht. Herr Kutt, das klingt ja schlimmer als ein verfaultes Matjesfass. Wenn ich bedenke, dass ich dich auf dem Fischmarkt kennengelernt habe. Mein Gott, was hast du mir von der Aalbude vorgeschwärmt? Ich wusste eben, dass du das liebst. Deswegen muss ich ja nicht den Gestank hier mögen. Warum sind wir eigentlich nicht gleich in die Berge gefahren? Wir bekommen Besuch und müssen runter. Fischraum? Nein, da gehe ich nicht runter. Fass mich nicht an. Hallo! Wir haben keine Gesichter da, aber wenn ihr irgendwo einen Thunfischschwarm seht, lasst es uns wissen! Habt ihr verstanden? Wenn ihr irgendwo einen Thunfischschwarm seht, gebt uns Bescheid! Nachrichten erhalten, Petri Heil! Petri, dank! An den Präsidenten des Nationalen Verbandes der Arbeitsunfähigen. Buongiorno. Kretschmer, mein Name. Professore Kretschmer. Leiter des Archäologischen Instituts der Universität Hamburg. Universität d'Amburgo. Ah ja, verstehe. Buongiorno. Buongiorno. Na, bitte treten Sie doch ein. Grazie. Buongiorno. Aber bitte nehmen Sie Platz. Grazie. Ich möchte gern ein paar Dinge abklären, bevor wir nächste Woche mit unserer Tauchexpedition beginnen. Wir erwarten nämlich eine große Anzahl von Pressevertretern. Hier habe ich erst einmal die Tauchgenehmigung. Verzeihen Sie, aber können Sie mir sagen, wer Ihnen diese Genehmigung erteilt hat? Die Denkmalschutzbehörde. Ich habe heute mit Ihrem Verantwortlichen für die kulturellen Güter Ihrer Region zu Mittag gegessen. Con l'assessore dei beni culturali. Es ist nicht das erste Mal, dass man mir eine solche Genehmigung ausstellt. Und wer gibt mir die Garantie, dass es keine Fälschung ist? Wie bitte? Nun ja. Die Archäologen der Hamburger Universität sind bereits hier gewesen. Das ist doch völliger Unsinn. Wer soll denn das bitte gewesen sein? Bedauere, aber diese Information darf ich leider nicht an Sie weitergeben. Also jetzt hören Sie mal zu. Ich bin der Leiter dieses Projektes. Hier sind weitere Briefe verschiedener italienischer Behörden. Und jetzt sagen Sie mir bitte, wer an meinem Wrack war. Das will ich Ihnen sagen. Einige Personen Ihres Institutes haben sich einen Frachter geschartert und da unten am Quai festgemacht. Aber vergangene Nacht ist das Schiff mit der ganzen Mannschaft entführt worden und der Kapitän und die Expeditionsleiterin wurden verhaftet.
Was für eine Expeditionsleiterin. Es muss Ihnen doch aufgefallen sein, dass diese Wollitz niemals Leiterin einer solchen Expedition sein kann. Ist doch viel zu unerfahren, viel zu jung. So was sieht man doch. Haben diese Leute in dem Wrack etwas gefunden? Senor Alfano, haben Sie irgendwelche Kisten gesehen mit Hakenkreuzen drauf? Sagten Sie Hakenkreuze? Die haben wir zum Glück seit 50 Jahren hier nicht mehr gesehen. Sie können gehen. Aber ein paar Deutsche wurden hier schon gesehen. Jetzt sagen Sie aber nicht, dass hier die Gefangenen drin waren. Sie müssen sofort eine Großfahndung einleiten. Diese Wollitz ist eine Kriminelle. Im Übrigen ist es ja wohl der pure Polizeidilettantismus, eine solche Person ohne Bewachung zu lassen. Wenn diese Frau eine Kriminelle ist, dann erklären Sie mir bitte, wieso sie für Ihr Institut arbeitet. Capitano, kommen Sie, wir müssen uns beeilen. In wenigen Minuten wird hier die Hölle los sein. Denn? Ja, wir verlieren Fahrt. In der Maschine schon irgendwas nicht. Das hat uns ja gerade noch gefehlt. Also ich muss mal runter. Jan! Übernimm das Ruder! Ach, Sie sind's, Dottore Alfano. Haben Sie Ihren Mechaniker gefeuert? Nein, er hat wohl gestern Abend ein bisschen zu viel gefeiert. Wie läuft die Fahndung? Die läuft. Hier kommt keiner raus. Na, dann kann ich Ihnen nur viel Erfolg wünschen. Auf Wiedersehen. Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Würden wir jetzt hier raus? Pass auf, Schätzchen. Wenn du nicht aufhörst zu nerven, wirst du gefesselt. Verstanden? Lassen Sie uns wieder an Deck. Bitte. Das ist menschenunwürdig. Wir können doch oben die Fischernette aufspannen. Darunter kann niemand was sehen. Einverstanden. Sollen Sie hochgehen. Ist nicht weit von hier, macht sie's gut. Mit etwas Glück bringt sie vielleicht jemand rüber auf das Festland. Ich danke Ihnen für alles, Herr Bürgermeister. Naja, wenn jemand von meiner Fluchthilfe erfährt, war ich das die längste Zeit. Ich hoffe aber, dass alles gut geht, auch mit Ihrer Frau, Capitano. Und Ihnen, Frau Doktor, wünsche ich, dass Sie in Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen. Grazie. Alles Gute. Palermo. Roberto! L'incidente è stato scoperto oggi nel presto mattino. Hey! Was ist über uns? Sie haben den Frachter gefunden. Mach mal lauter, ich verstehe nichts. Non vi sono notizie. Was hat er gesagt? Übersetzt doch mal! Ja, die Küstenwache durchsucht noch den ausgebrannten Laderaum. Dein Ex ist unter Mordverdacht verhaftet worden. Was? Ach, das ist doch lächerlich. Er ist aus dem Gefängnis geflohen.
Die Polizei vermutet, dass er auf dem Festland ist. Auf dem Festland? Der wird seinen Spaß haben. Als vermeintlicher Mörder mit halb Italien anhacken. Abwarten. Das wollte ich immer schon mal machen. Ein Schnellboot klauen? Ein Schnellboot leihen. Armsen ist mein bester Mann, seit Jahren. Der hat nichts verbrochen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin davon überzeugt, dass Ihr Kapitän ein Ehrenmann ist. Ich begreife überhaupt nicht, wie er sich auf sowas einlassen konnte. Er weiß doch, dass er sich damit nur verdächtig macht. Ich würde sagen, dass es bei uns in Italien sehr viel schönere Orte gibt als dieses düstere Kellerloch. Hm? Napoli beispielsweise. Ach so. Napoli. Napoli. Ich muss hier noch warten, bis die Kommissare kommen. Danach komme ich dann zurück nach Palermo. Stornier auf jeden Fall schon mal das Bergungsschiff und die Mannschaft. Pass auf, Thea. Ja. Du bestellst mir jetzt einfach das Hotelzimmer, ja, und machst mir einen Termin beim deutschen Konsul. Verstehst du, nicht wahr? Ja, ja, das mit der Küstenwache erledige ich. Un altro limoncello, per favore. Thea, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann nur hoffen, dass Harmse mit der Wollitz unterwegs nach Neapel ist. Ich melde mich wieder. Ja, du wimmel die Pressefritzen einfach ab. Oder noch besser, mach den Laden dicht, ja. Ich komme jedenfalls erst wieder, wenn ich Harmsen aus der Scheiße geholt habe. Entschuldigen Sie bitte, Kretschmer, mein Name, Professor Kretschmer. Ich habe per Zufall eben Ihr Gespräch mit angehört und Sie haben da eine Frau Wollitz erwähnt. Das ist eine Mitarbeiterin meines Instituts. Ja, und? Offenbar sind Sie auf der Suche nach dem Kapitän. Und da habe ich, grazie, Signore, da habe ich gedacht, wir sollten uns vielleicht zusammentun. So hätten wir dem Schiff auch hinterher schwimmen können. Vom Morgen früh sind die nicht in Neapel. Es sei denn, Roberto hat einen Hubschrauber gekidnappt. Mir tun die Füße weh. Es tut mir leid. Sie könnten mich ertragen. Ich frage mal, ob die uns ein Stück mitnehmen. Oh, Scheiße. Wir haben uns erkannt. Mit der Uniform kein Wunder. Haben Sie gerade zwei Deutsche gesehen? Einen Mann in Uniform und eine Frau. Du hast wohl jetzt schon Halluzinationen. Hier ist kein Mensch. Ich habe sie doch gesehen. Und jetzt sind sie weg. Wollen Sie eine Kiste Zitronen kaufen? Nein, nein. Ich suche zwei Personen. Hier bin aber nur ich. Nun komm schon, Luigi. Hoffentlich fährt er nach Neapel. Die Richtung scheint zu stimmen. Na, wenigstens etwas. Ich spüre schon Knochen, die ich bisher noch gar nicht gekannt habe. Und wie heißen die? Mario, du kannst nach Hause, ich muss doch arbeiten. Dafür musst du nicht zu Fuß gehen. Buongiorno. Ich habe schon ziemlich lange auf dich gewartet. Ach, übrigens, das Boot legt morgen früh schon um 7 ab. Ach, Scheiße, so früh? Ich sag dir mal was, mein das Lieber. Das tust du doch laut. Der LKW sagt mir aber. Wir bringen das Zeug zum Schiff. Dann sollten wir heute Nacht besser hier bleiben. Thank you.
Die Kabüse war offen. Hey, Limoncello. Sie wissen, dass man davon einen Mörderschädel kriegt. Der fehlt mir noch in meiner Sammlung schmerzender Knochen. Ich habe mir unsere Expedition auch anders vorgestellt. Sie wollten wahrscheinlich jetzt schon in Ihrem Goldschatz baden. Sie tun mir Unrecht. Das Gold ist mir ziemlich egal. Ich habe schon einige Funde gemacht. Ganz normal als Mitarbeiterin des Archäologischen Instituts. Es lief immer nach demselben Schema ab. Dr. Wollitz macht die Recherche, Dr. Wollitz macht die Grabungen vor Ort. Und wenn dann alles geborgen ist, kommt Professor Kretschmer. Reißt alles an sich. Er brüstet sich mit den Funden und publiziert in Fachzeitschriften. Über mich verliert er kein Wort. Seit Jahren hält er mich mit dem Versprechen hin, dass ich bei ihm habilitieren und dann eigene Expeditionen machen kann. Das Gold aus dem Wrack ist meine Entdeckung. Geht im Leben nicht immer alles, was man will. Wahrscheinlich sind Sie eine aus irgendwo in der Weltgeschichte rumgeschippert. Und Ihre Frau durfte brav zu Hause warten. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Außerdem ging die Trennung nicht nur von meiner Frau aus. Warum sind Sie denn immer noch so eifersüchtig? Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Ich will doch nicht, dass meine Frau einen Fehler macht. Wie fürsorglich. Jetzt hören Sie endlich auf, an mir rumzuanalysieren. Das ist ja schlimmer als bei der Inquisition. Was ist? Schmeckt's nicht? Das ist der schlechteste Fisch, den ich je gegessen habe. Ja. Ohne vernünftige Gewürze geht's eben nicht besser. Könnte ich ihn haben? Na, da. Muss sowieso abnehmen. Recht hast du, Kollege. Guten Appetit. Quando arriviamo a Napoli? Morgen. Domani. Und was passiert mit uns? Waren sie eigentlich zusammen? Sechzehn Jahre. Wenn mein Sohn nicht gestorben wäre, sähe alles ganz anders aus. Wie ist es passiert mit Ihrem Sohn? Ciao. Bringst du wieder verfaulte Zitronen? Von wegen verfaulte Zitronen? Was macht deine Frau? Alle Männer scharf? Hey, fahr weiter. Also, du besorgst uns den 7,5-Tonner.
versuche uns inzwischen was zu essen aufzutreiben. Vittorio! Pass gut auf die Kisten auf! La Camera de Ich fass es nicht. Das erste Mal, dass ich dich arbeiten sehe. Da vorne. Sie können noch nicht lange da sein. Ich kann aber nur Roberto und die Taucher sehen. Nee. Ich mach jetzt eine Dönerbude in Köln auf. Hinter den Kisten, falls jemand die Plane öffnet. Und vor allem seid leise. Mach mal nu, Captain. Wenn sie in Schwächeln kommt, helfen wir ihr. Was damit? Die haben Knarren. Und ich hab ne Mordswut im Bauch. Na dann. Hey! Ja, halt an! Anhalten!
Jetzt wird er ernst. Hört mich jemand? Wir sind die. Na komm her! Jetzt? Jetzt reicht's mir aber mit dir. Was willst du noch? Du warst zu blöd. Dieser Schatz hätte auch für uns beide gereicht. Ich wollte was anderes, Roberto. So ein Pech. Wenn Sie unbedingt schießen wollen, müssen Sie zwei Menschen töten. Für diesen Schatz haben schon genug Leute ihr Leben gelassen. Ich schenke ihn euch. Jan, Vittorio! Der Universität Hamburg. Die Entdeckung dieses Schatzes ist das Ergebnis meiner jahrelangen Forschung und Recherche. Mensch, Frank, endlich. Ich bin fix und fertig. Von mir aus könnt ihr mich gleich wieder einsperren. Ich bin glücklich, dass die italienische Polizei eine kriminelle Mitarbeiterin meines Instituts daran hindern konnte, diesen sensationellen Fund auf so schamlose Weise zu rauben. Was erzählt denn der da für ein Schwachsinn? Um ein Haar wären alle meine wissenschaftlichen Bemühungen zunichte gemacht. Hören Sie auf. Hören Sie auf mit dem Mist, Professor. Entschuldigung. Mein Name ist Frank Harmsen. Ich habe die Bergungsexpedition als Kapitän begleitet. Ich möchte Folgendes klarstellen. Die Beschuldigte, Frau Dr. Beate Wollitz, hat mit diesem Raub hier absolut nichts zu tun. Im Gegenteil. Sie war es, die durch jahrelange Recherchen ganz allein diesen verschollenen Schatz wiederentdeckt und ausfindig gemacht hat. Sie wollte ihn von Anfang an der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ohne das selbstlose, mutige Engagement von Beate Wollitz wäre der Schatz noch immer in den Händen der Gangster. Das kann ich jederzeit auch unter Eid bezeugen. Bevor ich es vergesse, Professor, meine Mitarbeiter waren ja nun wesentlich an der Bergung beteiligt. Die Bergungskosten wurden bis dato nicht erstattet. Meine Reederei hat also einen Anspruch auf einen Teil des Erlöses. Ich werde Sie rechtzeitig über unsere Forderungen informieren. Herr Kapitän. Ich muss Sie bitten, noch mit aufs Revier zu kommen. Ja, gut, ich komme gleich.
Kommt ihr mit? Die Sanitäter wollen, dass wir erstmal ins Krankenhaus mitkommen. Zur ärztlichen Untersuchung. Ach so. Frank, es war schön, dich wiederzusehen. Darf ich mich melden? Ich bitte darum.